Naturgemäß war die Aufmerksamkeit der Finanzmärkte sehr stark fokussiert auf die Inflationsdaten gestern und die Fed-Sitzung gestern, aber jetzt scheint etwas anderes in den Fokus zu rücken, nämlich Europa. Und die Finanzmärkte haben da offenkundig eine klare Botschaft. So geht es nicht weiter. Sie reagieren auf die Wahlen in der EU und die Perspektiven, die sich daraus ergeben. Und offenkundig ist es so, dass Kapital aus Europa flieht. Wir sehen schwache, sehr schwache europäische Aktienmärkte. Wir sehen Euro-Dollar unter Druck. Und das, obwohl heute sehr schwache US-Daten kamen. Eigentlich ist das eine Steilvorlage für eine Dollarschwäche, respektive der Euro musste eigentlich steigen zum Dollar, ist aber nicht so. Wir wollen uns mal anschauen, was da los ist, was da los sein könnte, und starten eben mit den europäischen Aktienmärkten. Wir sehen den DAX unter Druck, der ist sogar jetzt noch ein bisschen tiefer um und bei 2% verloren. Der CAC 40, also die französischen Aktien, der französische Leitindex, ebenso der IBEX in Spanien, der Eurostox und vor allem auch der MIB 40, also der italienische Aktienmarkt, sind stark unter Druck. Und Bloomberg titelt hier: S&P wipes out gain as European shares slide. Also die Amerikaner scheinen ein bisschen Rücksicht zu nehmen auf Europa, scheinen das also ein bisschen ernst zu nehmen, was da in Europa passiert, nämlich die Aktienmärkte, die deutlich unter Druck kommen. Heute Industrieproduktion in der Eurozone schwächer, aber das dürfte nicht der Grund sein, warum die Indizes in Europa so Probleme haben. Wir sehen den CAC 40 auf dem tiefsten Stand seit Februar. Das ist mal eine Ansage. Die Zustimmungswerte von Macron sind jetzt so tief wie seit Dezember 2018 nicht mehr. Und wir sehen, dass die Risikoprämien vor allem für französische Staatsanleihen deutlich steigen. Warum? Man hat Angst vor Le Pen, nicht weil sie sozusagen eher aus dem rechten Spektrum kommt, das hat man bei Meloni in Italien auch irgendwie überlebt, sondern weil mit Le Pen dann eine gewisse Haushaltspolitik verknüpft wäre, und das angesichts einer Verschuldung in Frankreich, die ohnehin schon massiv ist. Frankreich steckt in der Schuldenfalle wegen zu hoher Staatsausgaben. Ist Frankreich in einer Spirale aus sinkender Bonitätsbewertung und steigender Zinsen gefangen, warnte Daniel Stelter kürzlich im Handelsblatt. Und wir hatten ja Anfang des Monats die Abstufung Frankreichs durch die Ratingagentur S&P. Und warum das so passiert, warum also Frankreich abgestuft wird, sehen wir hier in diesem Artikel von Daniel Stelter. Nämlich noch 2008 waren Deutschland und Frankreich in ihrer Verschuldung in Relation zum BIP ähnlich verschuldet, 69% und 66%. Das hat sich grundsätzlich geändert. Frankreich hat jetzt 112% Verschuldung zum BIP, Staatsverschuldung, wenn man Haushalte und Firmen obendrauf zählt. Dann ist das sogar deutlich mehr, als Griechenland verschuldet ist. Und wir haben eben jetzt ein Defizit im Staatshaushalt in Frankreich von 5,5%. Das sind ja fast schon amerikanische Verhältnisse. Und Stelter schreibt weiter: Also für deutsche Politiker, vor allem aus dem rot-grünen Spektrum, dürfte es wahrscheinlich jetzt super interessant sein, einer Gemeinschaftsverschuldung zuzustimmen. Also praktisch zu sagen, naja, wir sitzen doch alle in einem Boot, wir haften alle auch für die Franzosen, aber das ist vielleicht jetzt nicht so die allerbeste Idee, könnte man meinen. Wir erinnern uns an Liz Truss, die ehemalige britische Ministerpräsidentin, die ja von den Finanzmärkten letztendlich die Botschaft bekam, nee, so nicht, du kannst nicht die Verschuldung so weit nach oben treiben. Liz Truss musste dann zurücktreten, britische Pensionsfonds waren fast gekippt, weil eben die Risikoprämien für britische Anleihen so massiv in die Höhe geschossen waren. Aber kommen wir nochmal zurück zu Frankreich. Hier sehen wir mal links die Gesamtverschuldung Frankreichs eben, nämlich Regierung, Haushalte und Firmen. Und da sehen wir, da sind wir über 300%. Die Amerikaner sind auch sportlich, aber wenn man all diese drei Kategorien Haushalte, Firmen und Staat zusammenzählt, eben nur in Anführungszeichen bei 250%. Und wir sehen heute, wenn Sie hier rechts mal gucken, dass die Renditen französischer Staatsanleihen relativ deutlich steigen, während die deutsche Staatsanleihe sogar Rendite leicht rückläufig ist. Also das bedeutet, dass wir einen neuen Rekord haben im Prinzip jetzt in Relation zwischen deutschen Staatsanleihen und französischen Staatsanleihen. Die Risikoprämie ist jetzt so hoch wie seit 2017 nicht mehr. Französische Staatsanleihen in Relation zu der deutschen 10-jährigen Anleihe, die ja so als Benchmark gilt für den europäischen Anleihemarkt. Und wir haben eine Janet Yellen, die sich heute geäußert hat. Interessante Sache.
Nämlich, sie sagte, also die Verschuldung in den USA ist an einem ordentlichen Platz, die ist okay in Relation zum BIP. Naja, hoffen wir, dass keine Rezession kommt, angesichts der Tatsache, dass die Amerikaner alle 100 Tage 1 Billion an Schulden weiter anhäufen, ist das eine sportliche Aussage. Und wenn wir nochmal im weiteren Sinne Europa uns anschauen, dann sorgte ja heute die Meldung für Aufsehen, oder gestern schon, gestern Abend, dass die Moskauer Börse jegliches Handeln in Dollars und in Euro jetzt unterbinden wird. Das hat dazu geführt, dass viele Russen offenkundig so ein bisschen die Muffe bekamen. Viele Banken-Websites waren nicht mehr erreichbar, man konnte sich nicht einloggen. Die Leute sind dann relativ panisch zu Bankautomaten gelaufen. Wir sehen solche Banken wie Rossbank, Gazprombank, die hier auffällig waren. Was ist da los? Also wir sehen, diese Sanktionen führen offenkundig zu Gegenreaktionen der Russen. Und das bringt russische Banken offenkundig ein Stück weit in Schwierigkeiten. Bin gespannt, wie der Rubel darauf reagieren wird. Aber nochmal zurück jetzt nach Europa. Wir sehen hier den DAX, sehr, sehr schwach und deutlich im Minus, wie gesagt. Und auf der anderen Seite der Euro-Dollar, der deutlich fällt. Wie gesagt, all das angesichts sehr, sehr schwacher US-Konjunkturdaten. Und diese Konjunkturdaten, die sehen wir hier. Wir hatten Erzeugerpreise, die deutlich niedriger waren als erwartet. Das hat sich natürlich ein bisschen abgezeichnet, nachdem gestern die Inflationsdaten aus den USA niedriger waren, vor allem wegen Energie. Dann war klar, naja, Energie spielt eine wichtige Rolle bei den Erzeugerpreisen. Also dürften die auch eher auf der Unterseite überraschen. So kam es dann auch. Aber dann vor allem die Jobless Claims, also die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, 242.000, deutlich höher als erwartet, auch die Continuing Claims, also die fortgesetzten Anträge mit 1,82 Millionen höher. Und hier sehen wir mal, das war jetzt der größte Anstieg bei den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe seit August 23. Unten sehen wir das nochmal in der Grafik, damals waren wir knapp über 250.000. Also was passiert da? In den USA wird der Arbeitsmarkt deutlich schwächer. Und auch bei den Unadjusted Initial Jobless Claims sehen wir also einen relativ großen Anstieg. Und insgesamt gilt, was die untere Grafik aufzeigt, so muss es heißen, dass eben Vollzeitstellen in den USA verloren wurden und nur die neuen Stellen durch Teilzeitjobs letztendlich zustande kamen, wahrscheinlich für Migranten. Wenn wir nochmal zurückkommen jetzt zu den Erzeugerpreisen, sehen wir, dass praktisch Energie der zentrale Faktor war. Das hat diese Erzeugerpreise nach unten gebracht. Der Rest war um und bei Null, sogar leicht positiv. Also Energie war der Faktor. Kommen wir jetzt nochmal zur Fed. Gestern hat ja Paul gesagt, also diese ganzen Unkenrufe nach Rezession, die haben sich ja nicht erfüllt. Der Arbeitsmarkt sei stark, nicht mehr so krass überhitzt wie kurz nach Corona, aber doch sehr, sehr stark. Und man hebt mal eben die Inflationsprognose an. Man erhöht die Prognose für die neutrale Rate. Die Dotplots zeigen nur noch eine Zinssenkung. Und das hat viele ja erstaunt zurückgelassen. Aha, ihr hebt die Inflationsprognose an, senkt aber sozusagen die Dotplots. Aber ansonsten wollt ihr dennoch irgendwann in 2025 die Zinsen senken. Man sagt also, so ein bisschen konfus, was vor allem Fed-Chef Powell da gestern gesagt hat. Aber wir erinnern uns, die Fed ist nicht klüger als andere. Paul hat ja gestern gesagt, wir sehen die Daten, die alle sehen, also man hat da keine geheimen Informationen. Wir erinnern uns, Bernanke, der damalige Fed-Chef, hat ja Anfang 2018, nicht 2018, sondern 2008 gesagt, also überhaupt keine Rezession in Sicht, und dann kam die Finanzkrise. Jim Bianco bringt auf den Punkt, was da gestern wahrscheinlich passiert ist, vor allem bei der Pressekonferenz von Jerome Powell, denn Paul hat ja immer gesprochen über wir und sozusagen über die Fed, also über die Fed-Mitglieder insgesamt, und wir wissen aber, dass diese Fed-Mitglieder alles andere als einig sind. Da gibt es eben sehr hawkische Fed-Mitglieder, die sagen, wir wollen die Zinsen erstmal gar nicht senken. Dann gibt es andere, die wollen sie senken. Also die Bandbreite ist groß, und Paul hat dann immer versucht, sozusagen das als Einheit darzustellen. Und dadurch gab es viele widersprüchliche Aussichten und Aussagen von Jerome Powell gestern. Eine, wie ich finde, sehr fundierte Erklärung. Und Greg Shapiro hat eine Hypothese. Er sagt, vielleicht war das gestern der Trichet-Moment. Für Jerome Powell, Trichet, ja ehemaliger EZB-Chef, der zweimal
große Fehler gemacht hat, als er kurz vor Ausbruch der Finanzkrise die Zinsen angehoben hat und dann kurz vor Ausbruch der Eurokrise die Zinsen angehoben hatte. Aber Craig Shapiro sagt also, der Paul unterschätzt vielleicht, dass jetzt die Zinswirkung langsam die Wirtschaft letztendlich erreicht. Und während er glaubt, dass sozusagen jetzt die Dinge noch richtig stark sind in der US-Wirtschaft, ist das schon längst nicht mehr der Fall, weswegen die Fed dann sehr lange wahrscheinlich erst noch an dem Mantra festhalten wird, die Zinsen nicht zu senken. Die Kapitalmärkte aber sagen, doch, werdet ihr. Wir haben jetzt eine Wahrscheinlichkeit, gerade auch nach den Erzeugerpreisen und den Inflationsdaten von gestern, von 76%, dass die Märkte meinen, ja, im September wird die Zinssenkung erfolgen, spätestens. Und wenn wir jetzt den Bogen machen mal zu den Finanzmärkten, dann sehen wir, Apple hat jetzt gesagt, also wir zahlen OpenAI, deren Software ja oder deren Produkte ja in viele Apple-Applikationen eingebracht wird, den zahlen wir kein Geld, weil das ist ja für die eh schon super, wenn die auf so vielen Laufwerken, auf so vielen Geräten laufen. Zero Hedge fragt hier oder sagt, wie ich finde, sehr treffend, mit anderen Worten, niemand weiß genau, wie er denn überhaupt die Monetarisierung von KI irgendwie budgetieren soll, weil man bisher eben mit KI nicht so wirklich Geld verdient, also bis auf die Schaufelverkäufer. Also das ist auch interessant, wenn man jetzt sagt, naja, wir haben ja durch diese Anwendung unfassbare Vorteile, werden viel mehr Geräte verkaufen. Und dann wäre es doch logisch, dass man, wenn man die Produkte einer anderen Firma nimmt, auch dafür bezahlt, oder? Passiert aber nicht, seltsamerweise. Also das finde ich sehr, sehr spannend. Und apropos KI, ChatGPT und so weiter, wir haben jetzt eine neue Untersuchung von Wissenschaftlern, Anwälten und so weiter, die sagen, 42% der Antworten von ChatGPT, da fehlen zentrale Aspekte, 14% sind sogar irreführend der Antworten und 4% davon sind gefährliche Antworten, wie es hier heißt. Hier haben wir einen Artikel noch kürzlich gehabt in Deutschland, der sagte, also ChatGPT verhält sich seltsam, es ist wahrscheinlich unsere Schuld, ja. Ganz sicher, wenn die KI halluziniert, dann ist es unsere Schuld. Keine Schuld haben natürlich die großen US-KI-Unternehmen. Gestern hatten wir die Situation, dass praktisch 70% aller Optionen gehandelt wurden auf die großen 10 Aktien. Das hat es soweit wohl noch nie gegeben. Wir haben also diese totale Konzentration in den großen Tech-Werten, die dann mit Call-Optionen noch nach oben getrieben werden. Die Folge war gestern, dass wir weit außerhalb des Bollinger-Bandes auf Tagesbasis hier geschlossen haben beim S&P 500. Und das hat es in den letzten 3 Jahren nur ganz, ganz selten gegeben, dass eben hier ein Kurs so weit außerhalb des Bollinger Bandes war. Aber natürlich werden die Aktienmärkte weiter steigen, so wie der Nasdaq, der jetzt 345 Tage über seinem 200-Tages-Durchschnitt handelt und so weit von seinem 200-Tages-Durchschnitt entfernt ist wie, naja, schon viele, viele Jahre nicht mehr. Aber natürlich werden die Aktienmärkte weiter steigen, weil es gibt ja gar keine Alternative, so wie bei Tesla. Da hat sich der Elon Musk ja jetzt die Zustimmung gesichert, kriegt 55 Milliarden Euro, Dollar. Das wird die Aktie weiter verwässern. Erstaunlich, dass die Aktie dann heute steigt, aber gut. Hier diese Einfuhrzölle, die die EU jetzt beschließen wird gegenüber chinesischen Elektroautos, die gelten ja auch für Tesla, weil da aus China ja meistens importiert wird oder von China aus die Teslas nach Europa gebracht werden. Da muss man wahrscheinlich den Preis des Model 3 erhöhen. Also wir sehen, dann wird man noch konkurrenzfähiger, zum Beispiel in Deutschland, wo man ja so pro Monat bis zu 1600 Autos verkauft im Monat. Marktanteil von unter 1%, aber man ist mehr wert als die allermeisten Autobauer zusammen. Das macht natürlich Sinn. Die Stimmung an den Märkten, die ist wieder deutlich positiver geworden, was die Investoren betrifft. Privatinvestoren jetzt 44,8% bullish und die Vermögensverwalter jetzt wieder mehr investiert. Von 68% auf 86% haben ihre Investitionsquote hochgefahren, nachdem die Märkte gestiegen waren. Abschließend 3 Hinweise, meine Damen und Herren. Was genau ist da passiert? Russland stoppt den Handel mit Dollar und Euro an der Moskauer Börse. Was ist da los? Erste Empfehlung, bitte gerne weiterempfehlen. Die zweite Empfehlung, warum jetzt eigentlich die Leute Angst haben oder die Finanzmärkte sich Sorgen machen um Frankreich. Weniger, weil das jemand ist, der ähnlich wie Meloni eher aus dem rechten politischen Spektrum kommt, sondern weil das mit Verschuldung zu tun hat. Warum, wieso in diesem Artikel
Und abschließend, meine Damen und Herren, am Sonntag mache ich wieder ein Webinar mit dem guten André Stagge. Da geht es um solche Sachen wie Zentralbankzinsen, globale Schulden, Depotabsicherung, Goldanalyse und so weiter und so fort. Also das ist in jedem Fall interessant. Den Link dazu, nämlich zur Anmeldung, packe ich Ihnen unter das Video. Also drei Dinge, auf die ich Sie aufmerksam machen möchte. Und jetzt sage ich Servus, ciao.